Ein Ausschnitt aus einer Cicero-Verres-Rede, Verres 2, um ein bisschen Latein zu üben oder sein Latein zu verbessern, um es gut übersetzen zu können oder einfach vom Original, im Original vom Blatt lesen. Das alles ist möglich, wenn man richtig vorgeht. Und das hier kann oder sollte helfen, hier etwas den Überblick zu gewinnen, weil, wie gesagt, die Schulmethoden oftmals vorne und hinten nicht ausreichen. Bei uns gilt, wir lesen jeden Satz Wort für Wort von links nach rechts. Wir suchen nicht nach Subjekt, Prädikat, Objekt, sondern gliedern nach Wortgruppen und sinnvollen Inhalten. Das Ziel ist, sich eine Schablone für zusammengehörige Wortgruppen und Satzteile anzulegen, die das Lese- und Übersetzungstempo verdoppeln kann. So, wir legen einfach los. Veni nunc ad aliud facinus, in quo omnia nefaria mihi videntur in esse. So wie steige ich ein? Im besten Fall einfach die Wörter, Wortbedeutung dem Satz entlang hangeln, ja, und wenn ich gleich sehe, welche Form das ist, kann ich ja sagen, venio, ich komme. Ne? Nun, jetzt, also so eine Grundkenntnis an Vokabeln brauche ich schon. Ad aliud facinus, ne? Alles ein Block zu einem anderen Verbrechen, Komma. So, in quo, ad aliud facinus in quo, ja, und dann omnia nefaria. Mihi videntur in esse. Kann ich alles so stehen lassen. Ja? In dem alle, ja, Nefaria, das sind so unschöne Dinge, Schandtat, Gemeinheit, in dem alle Gemeinheiten mihi, Dativ wem, mir scheinen in esse darin, also sagen wir mal, enthalten zu sein. Zu sein. Ne? In esse darin sein. Enthalten sein. So, jetzt habe ich ja nur Wort für Wort das durchgelesen und schon bin ich fertig. Die Immortales, ja, Violati sunt, die gleich Dei, also die unsterblichen Götter, ja, sind beleidigt worden, ja, kann man einfach, klingt etwas zeitloser, sind beleidigt. Weil dann hat es eher aktuelle Gültigkeit innerhalb der Rede. Existimatio atque auctoritas. Ja? Und zwar auctoritas nominis populi Romani minuta hospitium proditum est. Ja? Also minuta est proditum est. So, also existimatio das Ansehen und ja, auctoritas die Macht, sagen wir jetzt einfach mal, nominis des Namens, populi Romani des römischen Volkes, minuta est verringert, hospitium, das Gastrecht, die Gastfreundschaft, sagen wir mal Gastrecht, da, nee, die Gastfreundschaft, sonst wird was mit Jus dran stehen. Proditum est, prodere proditum est, ist verraten. Und dann kann ich hier jetzt, ist verringert die Gastfreundschaft, ja ist, kann vielleicht auch weglassen, verraten worden. Ja, fertig. Scelere istius, ja, gehört zusammen, scelus, scelere, ab alienati sunt, anobis, omnes reges amicissimi, Nationesque. So, das reicht doch erstmal. Scelus, scelere, also durch, istius, Genitiv dessen, kann ich auch sagen, sein, Verbrechen. Ab alienati sunt, ab alienare, entfremden, also sind entfremdet worden, anobis, von uns, omnes reges amicissimi. Ja, also alle Könige, amicissimi, amicus, ich kann ja auch adjektivisch befreundet, ja, und isimi wäre dann eng befreundet, ja, würde ich hier sagen. Alle eng befreundeten Könige,
So, dann wird die Zeile durch. Und Völker. Quae die welche in eorum regno in deren Herrschaft unter deren Herrschaft ac und die Gione, ja, das ist sowas wie Abhängigkeit. Abhängigkeit sind. Ja, also sowas kann ich auch schnell nachschlagen. Es geht ja darum, dass ich einen Überblick gewinne über das, was ich hier eigentlich produziere. Ja. So, jetzt stimmt hier nur das mit der Rechtschreibung noch nicht. Durch dessen Verbrechen sind entfremdet worden von uns alle eng befreundeten Könige und Völker, die unter deren Herrschaft und Abhängigkeit sind. Unter deren würde ich jetzt eigentlich sagen, unter ihrer. Ja. So, und dann lasse ich das doch großteils so stehen. Und für die Reinschrift kann ich es nochmal ein bisschen kletten. Aber ich habe verstanden, was da steht im Original. Und auf Deutsch klingt es auch schon halbwegs gut. So, nächster Satz. Denn Regis Syrie, die Könige Syriae von Syrien, die Könige Syriens, könnte ich auch sagen. Also Regis Antiochie Philios. Jetzt hier Regis, Genitiv Singular, des Königs Antiochus Söhne. Na, also die Söhne des Königs Antiochus Skitis, ihr wisst, ja, Skire wissen, in Romae, in Rom, Nuper Fuisse, Rom, neulich, Nuper, gewesen sein, ne, ist das jetzt. Denn die Könige von Syrien, ihr wisst, neulich, sind neulich in Rom gewesen. Ja, ich habe jetzt hier eigentlich, ihr wisst das, Akkusativ, die Könige Syriens in Rom neulich gewesen sind. Ist eigentlich ein ACI, denn die Könige von Syrien, die Söhne des Königs Antiochus, kann ich jetzt auch sagen, wie ihr wisst, sind neulich in Rom gewesen. Wir bleiben jetzt aber mal ganz verklemmt im ja, gymnasialen Lateinlehrerstil und achten hier sozusagen auf Form und Satzbau und bla bla bla. Ihr wisst, also denn ihr wisst, ja, dass die Könige von Syrien, die Söhne des Königs Antiochos, neulich in Rom gewesen sind. Fertig. Ja? Anders wäre es auch in Ordnung, aber wenn immer so drauf rumgeritten wird bei der Korrektur, ist es besser, man passt sich ans Formelle an. Ja? Also es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich baue das schematisch genauso um, wie es im Schulbuch steht, oder ich bleibe Wort für Wort in der Satzordnung des Lateinischen und stelle so wenig wie möglich um. Und dann suche ich einfach einen gesunden Mittelweg und stehe so oder so am Schluss relativ gut da. Okay, hi venerant, diese Plusquamperfekt venerant waren gekommen, non propter, nicht wegen, Syrie von Syrien, Syriens, nicht wegen Syriens Herrschaft. Also wegen der Herrschaft würde ich aber auf Deutsch sagen über Syrien. Ja, Klammer auf, nam denn et diese neutrum sine controversia ohne. Ja, Kontroverse, Streit, Zweifel. Ja, hier steht jetzt unbestritten. Kontroversia. Müssen wir gerade mal kurz nochmal neu aufmachen. Da haben wir jetzt nämlich Georgis Latein, der ist super. Entgegengesetzte Richtung. Strittiger Punkt, denn ohne Zweifel würde ich dann aber sagen, statt ohne Streit. Ja? Ohne Zweifel besaßen sie. Sie ohne Zweifel, also nicht wegen der Herrschaft, diese waren nicht wegen der Herrschaft über Syrien gekommen, denn diese besaßen sie ohne Zweifel. So. Sic ut. So wie.
Akeperant, sie bekommen hatten. Und jetzt einfach a patre et a majoribus von den Vätern und Vorfahren. Klammer zu, wie in Mathe. Fertig. Seit venerant aber, oder sondern besser, sondern sie waren gekommen. Ja? Quod. Weil, vielleicht, weil hier ist kein Relativsatz mit was, das war's, passt nicht. Das damit, sie waren gekommen, das damit, ja, wird auch gehen, machen wir mal weil. Die Herrschaft, jetzt wieder Genitiv mit über Ägypten. Da schreibt man eigentlich mit Ä. Über Ägypten. AC. Et Aselenen, Matrim Suam Pertinere, AC, Pertinere, Pertinere Art. Gehören, hingehören, sich beziehen auf die Herrschaft über Ägypten, Arbitrabantur, Arbitrage, glauben, meinen, ne? Weil sie glaubten, dass, ne? Die Herrschaft über Ägypten, AC, also ihnen und Azelenen und Selene, Komma, ihrer Mutter gehöre. Also zu ihnen gehöre, ne? Wäre noch ein bisschen wörtlicher. AC zu ihnen, weil die Herrschaft Ägyptens zu ihnen und zu Selene, ihrer Mutter, gehöre. Punkt. Fertig. Aus. Ende. So, und ab dem Moment wird doch auch die Latinumsprüfung oder das Lateinabitur relativ leicht. Weil ich merke, ich muss eigentlich immer nur am Satz bleiben und dann ist das alles kein Hexenwerk. So, jetzt hier mal neue Zeile, neue Seite. II post quam temporibus republicae exclusi, II is er diese, nachdem, ja, durch die Zeitumstände, die Zeitumstände, klingt ja besser als die Zeit, des Staates im Staat aus, excludere, exclusi, ausgeschlossen. Ea quae voluerant, das, was sie wollten. Na, ich habe doch einfach jetzt hier, ii exclusi, ea quae voluerant. Ne? Und dann sehe ich doch schon, wo hier der Hase langläuft, oder der Syrer, oder wer auch immer. Das, was sie wollten, per Senatum durch den Senat agere bringen, verhandeln, sagen wir mal bringen, non potuerunt, konnten sie nicht. Ne, diese Komma, nachdem sie durch die Zeitumstände, oder sagen wir einfach durch die Umstände, also zeitbezogenen Umstände im Staat ausgeschlossen waren, so, non potuerunt, konnten sie das, was sie wollten, nicht durch, ja, im Senat verhandeln oder durch den Senat bringen, im Sinne von durchdrücken, ja. Profectisunt, ja, das würde ich hier ein und einbauen, ne? Das muss ja auf Deutsch irgendwie sinnvoll sein. Und brachen, profectisunt, brachen nach Syrien ins Reich der Väter auf. Ja, genau. Ne, dann habe ich nämlich immer noch mal den Überblick, wo hier Deutsch und Latein das etwa steht. Wenn die Sätze länger werden, ist das immer das Beste. Eorum alter, also von diesen der eine. Ne, alter, alter, der andere kam noch nicht, also der eine von ihnen. Ja? Qui der? Antilochus vocatur. Anti. Du musst doch Antiochus heißen, habe ich mich da etwa verschrieben. Ja, genau. Nix Lochus. Antiochus. Hast du auch nicht Antilochia. Der Antiochus genannt wird. Iter per Siciliam, Weg per durch Sizilien, facere machen, voluit, wollte. Wollte, also den Weg durch
Sizilien oder über Sizilien nehmen. Klingt doch auf Deutsch besser. Itaque. Deshalb isto praetore venit Syrakusas. Er kam nach Syrakus. Isto praetore. Spannend. Ablativus absolutus, nominal, heißt entweder Zeit, Ort, Begründung. Ja, hier ist der Ort Syrakus, isto praetore, als er, wer es Prätor war. Ne, Zeitangabe, deshalb kam er nach Syrakus, schreiben wir mal mit K, als zur Zeit, als dieser, wer es Prätor war. Ne? Deshalb, zur Zeit, als er Prätor war, venit, kam er nach Syrakus. Und schon ist das Problem gelöst. Tum, dann darauf, wäre es ihm, Hereditas Erbschaft, gekommen sein, arbitratus est, er dachte, wäre es arbitratus est, dann dachte, wäre es, dass zu ihm, auf ihn, eine Erbschaft gekommen sei. Ja? Eine Erbschaft, er auf ihn gekommen sei, quod weil, ja? In eius regnum, in sein Reich, ac manus und Hände gekommen war, is er der. Ja? In sein Reich und in seine Hände ist Venera derjenige gekommen war, ist quem welchen, wen oder was, viele und berühmte Sachen, secum cum se, bei sich zu haben, audiverat er gehört hatte, also welchen er gehört hatte, also von welchem wird es dann, welchem er gehört hatte, und jetzt ACI, dass er multas, viele und berühmte Sachen bei sich habe. Ja, also mit ein bisschen Übung kann man das alles lateinisch vom Blatt runterlesen. Das klappt dann auch bei den Texten, die man noch nicht kennt. Einfach immer regelmäßig ja, die Sachen, die man schon kennt, wiederholen, und dann wird das immer besser. Mittet schicken, also er, wahrscheinlich, er sie es, schickt. Jetzt sind wir wieder im Präsens. Rex regis regi, dem König, de suis decumis, von seinen decumis Steuereinnahmen oder ja, sagen wir mal, Einnahmen. Satis Lage, einen ziemlich Lage großzügigen, ziemlich großzügig, Adverb, Entschuldigung, haec munera, diese Geschenke, ad usum domesticum, zum häuslichen Gebrauche. Er schickt dem König von seinen Steuereinnahmen recht großzügig, würde ich sagen, diese Geschenke zum häuslichen Gebrauch. Doppelpunkt. Olei, vini, tritici, magnam, copiam. Olei, Öl, Wein, tritici, Getreide. Steht jetzt magnam, copiam, wen oder was? Einen großen Teil. Ne? Also, und zwar von Öl, Wein und Getreide. Also muss ich hier vorziehen. Großen Teil an von, nee, an nur Öl. Wein und Getreide. Die Inde, dann darauf, dann wen oder was? Ipsum regem, selbigen König, ad Kenam zum Essen, vocat er ruft. Na, dann ruft er selbigen König zum Abendessen. So. Ex ornat, ample, er schmückt, ja, ample, reich und magnifique, ja, großartig, würde ich jetzt mal sagen, triclinium, das Speisesaal.
Zimmer, ne? Also das, wo die liegen, Triclinium, ne, zum sich hinlegen, stehen, ne? Kennt man ja aus Asterix oder sonst woher. Exponit, exponere ausstellen, also er stellt aus, plurima et pulcherrima vasa argentea. Also plurima die meisten oder sehr viele und sehr schöne, argentea silberne Vasen. Er stellt, also jetzt einfach hier, sehr viele und schöne silberne Vasen aus. Ja, dann habe ich das. Nam den aurea golden ei ihm nondum noch nicht errant waren. Denn goldene waren ihm noch nicht. Also denn goldene Vasen hatte er noch nicht. So, curat, curare, sich kümmern um. Omnibus rebus, alle Dinge, ut das damit, instructum et paratum sit, eingerichtet und vorbereitet sei, convivium, das Abendessen. Ne? Also er sorgt dafür, dass. Ne, er sorgt, Entschuldigung. Oder sagen wir mal, kümmert sich um alle Dinge, damit das Abendessen. Ja, jetzt machen wir es einfach mal eingerichtet und vorbereitet ist. So, und dann kann ich ja immer noch im Wörterbuch, wie gesagt, das machen wir jetzt in dem Durchlauf nicht, hier den Feinschliff vornehmen, welches Wort am besten passt. Quid multa dicam? Quid was? Multa, vieles, dicam? Ja, soll ich, werde ich, ne? Soll ich viel sagen? Rex. Der König, als er discedere fortging, istum copiose ornatum, diesen reichhaltig ausgestattet und ja, sie sich oder ihn ehrenvoll ja, empfangen haben, also ihn ehrenvoll empfangen zu haben, arbitrabatur, glaubte er. Der König. Also. Ja, er glaubte, dass der König. Ja, jetzt muss man. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Also, als er fortging, glaubte er, ne, dass er diesen. Reich ausgestattet. Das bauen wir jetzt gleich nämlich ein mit dem Rex Nominativ und ihn ehrenvoll aufgenommen habe. So, jetzt muss ich ja nur als, ne, den packe ich einfach in den Nebensatz als der König fortging, glaubte er, wäre es, dass er diesen, den König, Moment, reich ausgestattet und ihn ehrenvoll aufgenommen habe. Der Inde, dann er selbst, ipse ad coenam zum Essen, Abendessen, ruft den Prätor, ne? Dann ruft selbiger, also der Syrer, den Prätor. Also wäre es zum Abendessen. Ja. Exponit suas copias omnes. Er stellt suas copias omnes all seine Vorräte zur Schau, sagen wir mal. Ja. Doppelpunkt. Multum argentum, viel Silber. Non pauca, nicht wenig, etiam auch. Pocula Becher ex auro aus Gold. Auch nicht wenige Becher aus Gold. So. Quae, welche waren
distincta geschmückt gemmis clarissimis mit sehr wertvollen Edelsteinen, welche geschmückt waren mit sehr wertvollen Edelsteinen. Ut mos est regius et maxime in Syria. Also ut est, also wie kann das? Es mos, Brauch, Sitte, est, ist, und zwar regius, königlicher, ne, Adjektiv, Brauch ist und am meisten in Syrien. Ne? Und da muss ich ja jetzt nur noch welche kurz rumdrehen. Und dann habe ich es. Erat etiam vas vinarium. Es war, es gab auch vas vinarium, ein Weingefäß, würde ich. Vas, vase, Weingefäß. Trulla ex una gemma per grandi excavata. Trulla ist eine Schöpfkelle. Sowas lernt man mit der Zeit. Eine Schöpfkelle aus. Ja, una gemma per grandi. Per ist einfach nur immer eine Vergrößerung sehr. Einem sehr großen gemma Edelstein cum mit manubrio Griff mit goldenem Griff. Ne, manubrio, manus steckt drin. Kann man sich mit der Zeit alles ableiten. De qua credo. Also von diesem darüber glaube ich, satis ausreichend genügend, wen oder was, schweren Zeugen, minucius, sprechen, audivistis, habt ihr gehört. Habt ihr einen ausreichend, ja, sagen wir, gravem ernst zu nehmenden Zeugen, den minucius, reden gehört. Ne? Den Q lassen wir einfach kurz weg. Genau. Ja, also so übersetze ich das. Das war jetzt mal ein Abschnitt. Ja, einfach immer mit Ruhe und Geduld, Wort für Wort, von links nach rechts, kurz nachschlagen, was man nicht weiß. Und dann kommt man durch. Ne? Das ist eine sehr gute Übung und irgendwann versteht man das wirklich im Original, so wie es da steht. Und dann haben sich die meisten Probleme eigentlich gelöst. Man muss es nur regelmäßig üben, praktizieren und machen. Und dann gibt es da überhaupt kein Problem. Bis zum nächsten Mal.